Und zurück Bad Stone mit dem Maru, Kapuzenwurm und Eliana. Hallo. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Servus. Der Österreich ist wieder da. Ich bin ja allgemein mal jetzt so über die neueren technischen Sachen reden, wie wir gestern schon angesprochen haben. Doch gerade weil Anschassner meinte wegen, also zu in der Pause wegen dem Becher. Ich glaube, den innovativen Preis auf der CeBIT haben ja irgendwie zwei gewonnen, die eine Technik entwickelt haben, mit der man einen Joghurtbecher oder ein Marmeladenglas rechtslos auskratzen kann. Das ist aber eine geile Erfindung. Warum? Warum nicht? Um den Hunger, also Essensverschwendung zu umgehen, zu bekämpfen. Weil da sozusagen, wenn man das hochrechnet, wie viel an Überresten in Ja, Gläsern übrig das habe bleibt. ich mir eher auch oft schon gedacht bei Mein Cola Sohn oder steckt so. immer die Zunge da rein. In den Becher. Natürlich. Habe ich auch gemacht als Ich Kind. nicht. Gar Mein Vater hat nicht. ihn auch beigebracht, den Deckel abzulecken. Ich Das schmeiß mochte den immer ich. weg. Boah, den Deckel. Das ist das Ekelhafteste an dem Was? Joghurt. Nein, das habe ich Boah. auch mal gern gemacht Ich als mach Kind. das Ich hasse nicht. das. Das ist ja auch nicht mehr. Das ist ja kein normales Joghurt. Das ist ja dann schon irgendwie so hart vielleicht zur Ablagerung. Das mochte ich überhaupt nicht. Boah, der Joghurtdeckel ist das Ekelhafteste. Nee, mein, ja, mein Dad hat ihm das beigebracht. Ich muss den Deckel ablecken. Melde mich zum Dienst. Also, weißt schon mal Bescheid, hab am besten immer Joghurt da. Aber du, Das ist ja kein Problem. aber was ich sagen wollte ist, und du hast schon recht, mit den Joghurt, mit den, komm, Bomber, Bomber, yes, Bomberino, gute Mann. Aber du hast schon recht, weil ich habe mir auch oft gedacht, was ist so das Cola, was man vielleicht wegleert oder sowas, die Flasche, die man wegwirft. Diese 5 Tropfen. Jetzt summier das mal auf 100 Cola-Flaschen oder sowas, dann hast du vielleicht eine ganze Cola-Flasche wieder. Ja, habe ich mir auch aufgedacht. Richtig, aber auf einmal Marmeladen und sowas ist dann. Ja, sonst aber halt allgemein die ganzen technischen Sachen auch. Also ich finde immer noch Wollen die wir nicht über das Idee. Handy reden? Ja, das wollte ich ja gerade weitergehen. Achso. Zu dem ganzen technischen Neu, nicht nur Handy allgemein, also allgemein diese ganze Smart-Technik und alles. Jetzt, was ich am interessanten finde, ist die Idee, dass halt, sozusagen du eine Brille auf hast, die dann die Umgebung quasi ergänzt, so Augmented Reality. Ja, das hatten wir doch schon mal. Diese Minecraft-Brille. Zum Beispiel. Ja. Hast du einfach sozusagen irgendwo. Ja doch, du könntest sogar eine echte Minecraft-Welt dann vor dir aufbauen, ja klar. Das ist auch allgemein auch in der Technik gar nicht interessant. Wenn, stell dir das mal vor, du sitzt halt irgendwo, musst halt irgendwas planen. Und du hast die Brille auf und kannst es dann in der Luft sozusagen zusammenbauen, das kleinen Würfeln. Ja. Als Architekt zum Beispiel. Ja. Aber das haben wir, glaube ich, immer geredet, dieses Ding, dass es das gibt. Aber das ist so ein Ding, wo. Da haben wir doch schon mal geredet. Und das Ding ist ja irgendwie. Für die Gerechtigkeit. Können wir doch gerne mal weiterreden, weil es gibt ja. Es gibt es ja noch nicht so. Also es ist ja. Wir sind noch immer auf dem Stand, wo wir letztens waren, wenn wir jetzt über die Brille reden, oder? Wie ist Weil. alles an der Planung? Ja, eben, da haben wir doch letztes Mal geredet. So. Hab ich gemeint. So, da können wir ja gar nicht mehr drüber reden, als wir letztes Mal schon geredet haben. Das ist richtig. Aber ich finde es halt allgemein mit jedem mal interessant. Ja, voll, ey. Ich bin sowieso gespannt, aber ich habe, glaube ich, auch mit meiner Freundin da über Oculus Rift und so geredet. Und ja, Oculus Rift ist halt noch nicht so geil, wie man sich's vorstellt. Man schwitzt Das. darunter, die Verarbeitung ist halt noch nicht die geilste. Also, es ist schon nice, aber es ist halt noch nicht so geil, wie man glaubt, dass es geil ist. Weil, also bei mir war das Problem an der Verarbeitung. Einfach, man schwitzt darunter. Kapuze, dein Tipp, was ist das für ein Geheimnis? Habe auch schon überlegt gerade. Es wird wahrscheinlich ein Duplicate sein. Im Endeffekt ist es besser, das lieber so zu spielen und dann Nimm's, ja, hinterher. nimm's, nimm's. Ich Warum nehme es nicht? mir erst, bevor ich die Luft jage, darum geht's nur. Warte mal, eine Lösung? War Ja. duplizieren, war die richtige Entscheidung. Aha. Klar ist es Duplicate, es ist immer Duplicate. Okay, das wäre schon interessant. Was mich interessiert hat, ist, was ihr sozusagen an euch so vorstellt, was ein Es werde Licht.
sagen wir, Smartphone für euch noch bringen müsst, was es zurzeit nicht bringt. Ich habe nur noch 3 Leben, fällt mir auf, aber ich kann es nicht ändern. Valim. 3 Leben plus Helden sind 2, ist richtig, ja. Was das Smartphone ändern müsste? Weil was ein Smartphone haben müsste für euch, damit Das sozusagen ist genau das bringt, was absolut ihr nicht. möchtet. Das ist irrsinnig schwer, die Frage. Ich habe mir auch schon überlegt, was will man jetzt noch erfinden? Ey, warte mal! Er hat Duplicate gespielt, warum ist er Dupl. Ach so, okay. Ja. Ich habe das mit Mirror Image verwechselt. Oh, haben wir. Oh, jetzt müssen wir Top Deck Arena. Eine Weihe. Die wäre das Beste, ja. GG. Ne, wohl, ne? Du kannst vielleicht noch was Taunt holen. Holst dir aber den Tank, den du immer brauchst, aber heute nicht. Ja, damit sind wir leider jetzt tot. Weil ich zum Scheiße. Taunten haben. Wir hätten den Taunt gebraucht. Ja, hätten es dann immer römisch gebaut, hätten nur überleben können eine Runde. Schade, schade. Oder die Weihe. Dann ist es halt immer vorbei. Schatz, was denkst du? Was würde dein Handy vielleicht jetzt machen können, was bisher nicht macht, was du nützlich finden würdest? Gar nichts. Das hat man wahrscheinlich aber vor 20 Jahren auch gedacht, so wie mein Handy. Obwohl 20 Jahren. Obwohl, oh ja. Dann hat man wahrscheinlich auch gedacht, ja, was soll das Handy jetzt noch mehr können? Ich kann telefonieren, ich kann SMS schicken, ich kann auch regeln, so alles. Was noch mehr? Fernsehen brauche ich nicht, habe ich ja eh daheim. So, das waren wahrscheinlich die Argumente damals für ein Handy. Man hat ja eh alles gedacht. Das ist ja super nice. Das immer so braucht man nicht, aber wenn es dann da ist, ist es doch nice. Ja, schon Also, wichtig. ich glaube, das Handy kann eigentlich schon alles Erdenkliche, was man heute kann. Also, dein Handy, Dann du kommt eben eigentlich beide im noch mal in täglichen Team Viewer rein. Gebrauch machst. Achso, ja. Ich baue einfach noch eine Arena auf jetzt. Ja, du kannst eigentlich mit dem Handy alles machen, was du täglich machst. Also, du kannst Fernsehen schauen, ins Internet. Internet, du kannst Flüge buchen, du kannst alles vom Handy. Was könnte es noch mehr? Wahrscheinlich nur kleine Gimmicks. Zum Beispiel einen Projektor einbauen. Und da hättest du vielleicht einen Beamer. Na, Gibt's auch sowas. schon. Ja, War schon eh. Beamer. Genau, also so wahrscheinlich so einen Beamer. Das wäre vielleicht noch, könnte man noch einen kleinen Drucker irgendwann, keine Ahnung. Aber es ist auch irgendwie, Naja. weiß ich nicht, wenn das kein Drucker ist, der so groß ist wie. Weiß ich nicht, ein Taschentuch, dann, ja, also es musste ein kleiner Drucker sein. Sonst würde man einfach sagen, ja, verbinde dich doch mit deinem Handy, mit dem Drucker von daheim. Ja, Also stimmt ich schon. glaube, wir haben schon alles. Wir können zocken, wir können Fernsehen, wir können alles buchen, wir können, weiß ich nicht, wir werden mit dem Handy nicht fliegen können, weil das können wir nicht mal so. Also wir müssen uns ja irgendwie, was könnte man, was müsste das Handy können? Was man was man in täglichen Gebrauch auch kann. Was du jetzt noch nicht kannst im Telegram brauchen, ja, Oh was? ja, was man doch kann. Was man auch kann, aber was kann das Handy nicht? Also was? Damals waren die Antworten Fernsehen, Internet, Bilder schicken, fotografieren. Das waren damals die Sachen, die vielleicht im täglichen Gebrauch waren, die du aber heute nicht konntest. Was sind jetzt tägliche Sachen, die im täglichen Gebrauch sind, aber du nicht kannst? Gibt nichts mehr, oder? Wirst mit dem Handy in die Auto fahren können, aber wie denn auch? Also wird unmöglich sein, glaube ich. Aber ich glaube, du brauchst irgendwie etwas, was im täglichen Gebrauch was du verwenden kannst. Wie gesagt, wie ein Drucker. Das wäre vielleicht die nächste Idee, dass ein kleiner Drucker kommt. Einfach, weiß ich nicht. Vielleicht das. Weil der Rest, kannst du doch alles, was du wirklich gebrauchst, kann das Handy doch eh schon. Naja, ich fand halt so interessante Sachen, so dass man halt mehr die Umgebung noch damit steuern kann, als man jetzt schon kann. Dass du jetzt sozusagen über das Smartphone von woanders zu Hause dann das Licht an- und ausschalten könntest oder sowas. Ja, Oder jetzt das. sagen Ja, könnte, okay, ich möchte jetzt, ich aber komme jetzt das eine geht Stunde doch nach eh Hause, mach die schon. Heizung schon mal an. Ja, richtig, Aber das. aber nur mit solchen umständlichen Sachen allgemein. Aber es ist halt immer die Gefahr der vernetzten Welt, dass du da auch die bösen Menschen Haus und Tor öffnest. Mal gucken, wie viele Karten ziehen haben wir denn? Eins. Zwei. Nein, wir brauchen noch einen Turm. Kein Vordermentar, keine AOE, aber allgemein gute Karten. Mal schauen. Ja.
Es ist schon, aber wenn man so drüber nachdenkt, dominiert das Smartphone dann doch die Ja, Welt. natürlich. Ich habe ja, also ein Kumpel von mir hat gesagt, also ein Kumpel von mir hat gesagt, dass das Smartphone womöglich alles Elektronische ablösen wird. Der einzige Grund ist einfach die Größe. Aber wenn du überall Devices hast, wie du es ja heute schon hast, die du mit dem Handy schauen kannst, sprich, dein Handy ist einfach der Empfänger und projiziert dann das Signal an einen Bildschirm, das ist ja alles vom Handy aus machen. Und das geht ja heute schon. Das Handy wird einfach alles. Das Handy wird jede Spielkonsole wahrscheinlich ablösen. Das Handy ist ein Computer. Also kann man sagen, dass vielleicht der Computer alles ablösen wird. Vielleicht wird es dann irgendwann mal Controller geben. Jedes Handy hat so einen kleinen Sender drin, wo du Controller einfach virtuell anschließen kannst. Läuft alles übers Handy, projiziert es auf den großen Bildschirm. Vielleicht ist das so die Zukunft. Dass du einfach sagst, alles ist portable? Portable? Weißt du, wie ich meine, Oder, oder? ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Also die Frage nicht beide. Wenn ich jetzt vorstellen würde, er hätte kein Smartphone mehr. Ja. Sozusagen, würde ich dann nicht denn irgendwo doch das Gefühl bekommen, irgendwo die Verbindung zu allem zu verlieren? Und einfach Glaube, irgendwo. weiß ich, das ist immer so dramatisch. Ich glaube, man wird, der Mensch ist halt so ein Gewohnheitstier. Und ich glaube auch, dass der Mensch ganz schnell altern, du weißt dich dann halt mit was anderem zu beschäftigen. So, wenn du in der U-Bahn sitzt, klar. Was sollst du sonst machen? Weil immer alle sagen, ja, du schaust mir nur aufs Handy. Ja, was machst du in der U-Bahn? Sollst du dir die Leute anschauen? Weiß ich nicht. Manche Leute spielen mit der PSP. Aber was sollst du denn sonst bitte in der U-Bahn machen? Also es gibt doch eh nicht viel anderes. Was ist denn so lustig in der U-Bahn, dass du jetzt was anderes machen könntest, als aufs Handy schauen? Also ich finde, das ist ganz normal, dass Leute aufs Handy schauen, weil was mache ich sonst in der U-Bahn? Klar ist es irgendwo, weiß ich, die sitzen halt, schauen halt immer blöd aus, wenn alle mit Handy da sitzen. Aber ey, Internet drauf, du hast Fernsehen drauf, du hast die beste Unterhaltung immer am Handy. So, dann verstehe ich es auch, warum alle aufs Handy schauen, weil es Sinn macht, weil ich das macht halt irgendwo Sinn. Ja, stimmt schon. Aber ich glaube, aber das ist, glaube ich, keine Sucht, sondern das ist generell einfach bestmögliche Unterhaltung, die du unterwegs kriegen kannst. Und deswegen glaube ich einfach, dass genauso mit dem Handy, dass du einfach dann, weiß ich nicht, dass du vielleicht dich dann auf was anderes, dass dann auf was anderes hinausläuft. Wenn es kein Handy mehr gibt, also angenommen, es gibt kein Handy, dann weiß ich nicht. Dann würden die Leute vielleicht wieder, weiß ich nicht, was anderes machen. Es gab ja immer, es gab auch dieses Bild, wo sie sagen, ja, Handys sind so für soziale Kontakte so schlecht. Und dann gibt es ein Bild von früher, alle mit der Zeitung bei der Bushaltestelle stehen. So, keine Ahnung, 30 Leute und stehen alle mit der Zeitung bei der Bushaltestelle. Was im Prinzip nichts anderes ist als ein Handy, weil das genauso so eine Unterhaltungsding hat. Und damals war eben die Zeitung die Unterhaltung. Und da gibt es ein Bild, wo einfach alle mit der Zeitung bei der Bushaltestelle sind. Und da hat man wahrscheinlich genau dasselbe gesagt. Da hat man wahrscheinlich genau dasselbe gesagt, dass man sich da sozial abschottet. Jeder hat eine Zeitung, hat man wahrscheinlich damals gesagt. Jetzt sagt man es halt übers Handy. Ja, stimmt schon. Glaube ich. Was ich mich halt manchmal sehr wünschen würde, allgemein, dass man an Schulen und in der Politik Internet und Computer nicht noch immer so extrem quasi distanziert betrachtet. Dass sozusagen sich die Politik und alle durchaus bewusst sind, ob sie auch dran denken, dass sich alles unterscheidet dadurch, dass es halt Smartphones und Internet alles gibt, dass sie halt darauf alles anpassen. Wie meinst du alles anpassen? Naja, sozusagen, dass in der Schule den Kindern beigebracht wird, wie man sich im Internet richtig verhält und alles. Dass sozusagen es ein wichtiger Kurs ist, in der Schule ein Kind beizubringen, okay, Smartphone, ne, und allgemein, wie es damit umgeht und alles, dass da nicht Probleme entstehen können. Dass halt auch im Internet weiß, von wegen, ja, halte dich von Chats da und da fern und da musst du drauf aufpassen, nicht auf Pop-ups klicken. Das, was man eigentlich auch mit alten Leuten machen sollte zurzeit. Ja. Irgendwo ein Internetführerschein sozusagen. Ja, Internet ist schon ein Ding, was sich auf jeden Fall entwickelt hat, wo man wahrscheinlich nicht gedacht hat, dass es sich so entwickelt. Ich finde, auf jeden Fall sollte man die
dass man den Menschen beibringen darf, anpassen. Dass halt wirklich die Menschen dann lernen, damit umzugehen und nicht wie jetzt, der teilweise komplett hilflos dastehen. Aber ein Big Boy gerade, Maru. Ja, dann steht zwischen beiden, so als Schutzmann. Ja, aber der Mage boltet sich halt da elegant vorbei. Ja, Flames reicht hier elegant vorbei. Ach, Striker, nee, doch nicht. Ja, vielleicht diesen Flammenstoß? Nee. Nee, noch nicht. Booty Bay? Seid ihr für das hier bereit? Naja. Weil ich könnte es mir, glaube ich, jetzt, zumindest wenn man sich jetzt so vorstellt, nicht wegdenken, den ganzen Kontakt dann sozusagen, den man haben kann, Weiß über den nicht, Tag verteilt. die habe ich eh. Die habe ich hier alle daheim, die ganzen Kontakte. Ne, richtig, aber du hast ihn nicht unterwegs. Ja, aber das brauche ich gar nicht so. Was ich großteils unterwegs mit dem Handy mache, ist entweder Musik hören oder im Internet rumschauen, was es Neues gibt, aber telefoniere nicht zu viel mit irgendwelchen anderen Leuten. Sagen, das würde ich jetzt sehr vermissen. Ich merke es auf jeden Fall bei mir, ich würde es auf jeden Fall am Tag irgendwo ziemlich stark vermissen, wenn ich dann nicht mehr schreiben könnte mit meinem Schatz oder jemand Bin noch anderem. Katers. Ich weiß nicht. Mir wird es auf Wie jeden gesagt, Fall völlig wurscht. einerseits ist das Handy eine Fußfessel, so eine elektronische, du mit der hinziehst und Naja. Ist ja immer noch dann, wie man damit umgeht. Ne? Das ist ja also auch dann eine Frage der Erziehung. Wenn Eltern zulassen, dass das Kind das Handy auch im Essenstisch benutzt, dann ist ja was falsch gelaufen. Du musst dann immer die klare Grenze ziehen, wenn du mit anderen Menschen real interagieren kannst, dann hat das Handy gefälligst auch in der Tasche zu bleiben. Das sehe ich ja teilweise auch extrem, dass dann Nochmal, irgendwie was, vier. weil wie? Wenn du mit einem echten Menschen interagieren kannst, dann hat das Handy gefälligst auch in der Tasche zu bleiben. Das ist dann nur dazu da, um zu interagieren, wenn du es nicht kannst. Ich habe ja teilweise schon Situationen erlebt, wo dann vier Menschen voreinander sitzen, alle am Handy, miteinander reden, wenn sie sich vor der Nase haben, sozusagen. Und dann über Ja. belanglose Dinge quatschen oder sonst was. Oder sich halt über die anderen unterhalten, die neben einem sitzen und dass sie es hören. Oder mit sonst wem quatschen. Das ist doch das, was die Leute bemängeln. Oder würdet ihr eurem Kind erlauben, hier, ja, an deinem Nein. Smartphone? Ja. Genau so ist das. Ich mach das auch nicht. Ich Nee, mag wenn das auch ich. nicht. Gegenüber, wenn ich gerade mit einem Kumpel beim sitze oder so. Ja, okay, bei mir ist das jetzt irgendwo, ich sag jetzt mal, bei mir, ich muss das Handy halt kontinuierlich dabei haben, wenn halt irgendwas ist. Ja, Ne? richtig. Bei mir ist es ja halt irgendwo was anderes, aber. Aber sagt das nicht dann jeder von sich? Bei mir ist es was anderes. Ja, bei mir ist Ich es halt so, wenn ich verstehe jetzt, wegen dem ich, Kind, ja, klar. natürlich, wenn ich jetzt bei Aber Maro bin, das sagt einfach sich. kann ich jetzt nicht sagen, okay, ich lasse das Handy jetzt oben, weil es kann immer irgendwo was passieren. Nee, richtig, wenn man ein Kind hat und muss man Ja, erreichbar klar, bleiben. ich verstehe das, aber da hat jeder, glaube ich, selber für sich dann so eine kleine Ausrede, so. Ja, natürlich, aber. Nein, Und die nein, ich Ausrede. sehe Gut, der das, Unterschied ist ja aber. immer noch, ist immer noch ein Unterschied dazwischen. Meine Aussage war ja nicht, dass du das Handy nicht dabei haben kannst. Und das ist gefährlich nicht zu benutzen, außerhalb von halt wichtigen Momenten. Also wenn du angerufen wirst, weil du halt erreichbar sein musst, okay. Aber nicht, dass du dann die ganze Zeit am Handy starrst und tippel, tippel, tippel. Wenn der vor dir sitzt und dich denkt, so, natürlich, danke, du Arsch. Ja, das finde ich ja sowieso, ich weiß nicht. Das verstehe ich ja. Aber ich verstehe, wie gesagt, das leuchtet doch ein. Aber ich glaube, jeder hat so. Das ist genauso wie, also die ganzen Leute. Also so, wenn man im Internet liest und da kommen immer so die Ur-Smart-Asses, so die Ur-Smarten Leute, die was andere Idioten schimpfen, aber selber einer sind. Was selber glauben, sie sind so. Wichtiger Fokus, oder sie sind so, um sie dreht sich die ganze Erde und sie nehmen sich so wichtig, aber sie wissen gar nicht, dass sie selber so sind, wie sie von anderen sagen, dass sie scheiße sind. So, es gibt sicher genug Leute, die sagen, RTL ist scheiße, aber sie sind selber vielleicht genau so diese Fraktion, die was sich RTL jetzt Ah. gezielt aussucht. Und ich denke, das ist, und
So, man sagt immer, alle anderen, aber ich nicht. Und ich glaube, so ist es bei vielen anderen auch so. So, die sollen aufs Handy verzichten, aber ich nicht. Ich glaube, das sagen so viele. Nicht jetzt auf dich bezogen lernen, aber ich glaube, generell Trätsum, dass halt, dass es, dass alles sehr geheuchelt ist, was man davor von sich gibt, so generell. Nee, nee, du hast schon recht. Du hast schon recht. Also auch, wie gesagt, dass jeder für sich so eine Entschuldigung hat, wie zum Beispiel so, oh, ich weiß nicht, vielleicht ist Das es. ist aber meinen Kollegen, die verstehen halt nicht, weißt du, normalerweise, ich darf mein Handy auf der Arbeit nicht dabei haben. Es ist klar. So, ich muss es im Spind packen und nur, ich habe letztens zum Beispiel das Problem gehabt, es kann immer passieren, wenn ich jetzt, ich habe auf Arbeit ein Extra-Telefon, die Nummer haben sie auch, aber was ist, da habe ich auch zu meinem Chef gesagt, was ist, wenn das Telefon jetzt besetzt ist und es ist, mein Kind fällt auf den Stein? Ja, Ja. dann bin ich in dem Moment nicht erreichbar. Ja, Und da also machst das du dir kann. als Mutter, machst du dir solche Vorwürfe. Deswegen habe ich gesagt, entweder ist das Handy bei mir in der Tasche, es ist auf lautlos, ich gucke auch jetzt nicht alle Viertelstunde oder alle 5 Minuten drauf, ob da irgendjemand geschrieben hat. Also so bin ich jetzt nicht. Ich Nein, gehe dann aber. halt in der Pause hier und Nein, aber sage das ist dann, ja ich dasselbe suche. kann mir ja, also das dann kann ja, dann könnte ich ja mit dem Argument ja auch kommen, dass ich quasi, gut, meine Oma ist alleine daheim, wenn der was passiert, möchte ich mein Handy haben. Ich glaube so, ich verstehe das mit Kind, wie gesagt, verstehe ich noch am ersten. Aber ich glaube, dann könnte, also mit dem Argument kann man ja quasi dann jeder für sich sagen, so, meine Oma ist alleine daheim, wenn der was passiert, da ist keiner erreichbar, vielleicht außer ich. So, man kann, glaube ich, dann, also das ist, weißt du, was ich meine? Ich glaube, Ja, das ich kann weiß, man dann was du auf meinst. alles projizieren, so Ja, dieses. natürlich. Und das ist auch für jeden stimmt es auch. Aber wahrscheinlich wird dann auch jeder, der sagt, er schaut nicht aufs Handy, dann irgendwann aufs Handy schauen. Das war aber genau bei uns so. Wir haben gesagt, okay, keiner hat das Handy, aber keiner darf das Handy haben, wenn er erwischt wird. Aber das Risiko ist eingegangen und jeder hat sein Handy mitgekriegt im Endeffekt. Bundesheer, aber. Weil in dem Moment gibt es dann immer, zumindest wenn du unter Leuten bist, die schöne Option zu sagen, okay, wir legen jetzt alle Hände auf den Tisch, der Erste, der drauf guckt, zahlt eine Runde. Der drauf Der kann dann. schaut, echt? Eine gute Idee. Weil so ist dann sozusagen, das muss halt abwägen, das Verlangen zwischen dann doch drauf zu schauen, aber schon mit den Leuten zu reden, aber dann musst du halt dafür bezahlen. Dann Mag's auch kannst du nicht, das. wenn du in einer Bar bist und gegenüber liegt ein Fernseher oder so. Das ist irgendwo, Das. weißt du, so ein Screen hinter dir. Du sitzt gerade Rücken an Rücken und hinter dir ist ein Fernseher an der Wand aufgehängt. Und gegenüberliegend sitzt der von dir. Jeder Mensch automatisch schaut auf diesen scheiß Fernseher. Es ist einfach so, du schaust einfach dahin. Und der gegenüberliegend von dir sitzt, schaust auf den Fernseher! Auf den Fernseher! Jeder macht das. Ja, habe ich aber auch gemacht. Ja, eh, aber das ist halt auch scheiße. Wo Fußball gespielt worden ist und ich bin außergegangen mit Bekannten und so und dann habe ich das Fußballspiel geguckt und habe dabei mir einen getrunken, mein Gott. Nein, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst, ja. Dass jeder automatisch wie gebannt aufs Handy schaut. Naja, also weil es auf dem Bildschirm nicht das Handy. Ja, aber das ist Naja, ja es trotzdem ist halt dann wie. irgendwo mit Bewegung in dem Moment. Wo, Wenn der genau, und andere, deswegen aber schaust du du wirst ja drauf. nicht so, dass wenn der andere dich vor die mit dir redet oder halt was macht, dass du dann nicht den wieder anschaust. Ja, das finde ich auch nicht gut. Es ist halt nur, dass dein Auge in dem Moment dann irgendwo mehr auf die Bewegung halt dann interessiert ist. Nein, Du ich bist ja mag auch das irgendwo auch ein nicht. Jäger. Ich hatte mal so drei Freunde, also ein Kumpel von mir, der ist so ein bisschen, ich weiß nicht, also er ist so ein bisschen abgeschottet so. Ich mag ihn ganz gern, aber weil er ist halt noch ein Freund, aber er ist so ein bisschen abgeschottet, wenn er halt irgendwo ist, dann ist er halt, ich weiß nicht, also er ist halt so. Er war aber auch nie anders so. Der hat auch mal, wie wir bei meinem Geburtstag waren und mehrere Leute da waren, war auch der Einzige, der mitten in der Runde dann plötzlich die PSP rausgeholt hat und angefangen hat zu zocken. Während sich alle unterhalten haben, hat der seine PSP rausgeholt und Das andere. könnte ich nicht. Yay, yeah, aber der ist halt so. Der checkt auch gar nicht, dass es unhöflich ist. Der ist jetzt nicht dumm, aber. Nein, der ist nicht dumm, aber der ist einfach so. Der checkt einfach nicht. Der ist einfach so. Für den, wenn ich, der geht nicht gerne raus und der wüsste jetzt auch nicht, warum das unhöflich ist. Und ich fand das aber auch scheiße, weil ja. Ich finde es halt auch scheiße. Also gerade sowas ist halt immer ein bisschen. Jetzt ernsthaft, jetzt fangen wir hier an zu bohren, ey. Ich glaube, ich kriege einen Piepmatz. Na. Ja, Wir hören es Mann, glücklicherweise Nachbar, nicht. nein. Jetzt gerade so Ruhe.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich Das hätte hasse man. es. Also, wenn wir Fernsehen schaut, wer, also Fernsehen schaut, wenn wer blöd dann War mit so der klar. PSP anfängt. Ah. Ja, Schatz, ich mach das dann so, wenn wir dann essen gehen, ich schreib dir dann immer. Ich rede dann nicht mit dir, ich schreibe. Yes! Genau. Mensch. Das, glaube ich, würde ich dich nicht lassen. Das würde ich auch nicht machen. Nee, ich meine, ich finde es auch immer extrem unhöflich, wenn du mit mehreren Leuten da sitzt und dann halt zwei. Jetzt würde ich halt flüstern die ganze Zeit. Untereinander. Das ist Ist ja irgendwie auch einfach nur unhöflich, extrem unhöflich, ist wenn genau. Leute untereinander flüstern. Das ist auch so eine Krankheit, wenn das wer macht, noch vor einem anderen. Du musst eigentlich direkt einen in die Fresse hauen. So, wenn der dich anschaut und den anderen was flüstert oder so, oh, aber das macht ja eh keiner mehr. Also keiner in unserem Alter macht das doch mehr. Weil das einfach unhöflich ist. Ja, richtig, du schreibst auf dem Smartphone. Ja, aber das ist ja was anderes. Am Smartphone. Nein. Doch, beim Smartphone kann es einfach sein, dass du wem zurückschreibst. Wenn du wem was flüsterst, dann ist es so, dass der andere nicht wissen soll, was da geschrieben wurde. Ein Unterschied. Ui. Weihe, bitte nicht. Das wäre sein Sieg. Und alles andere wäre seine Niederlage, außer wenn noch mehr Damage. Ja, jetzt ist es. Ich habe das Wenn es Gefühl, eine es war Weihe allgemein. gewesen wäre, hätte die die schon längst gezogen. Die hätte erstmal Sorry geschrieben oder sowas. Also sorry, tut mir leid. Wird euer Tod sein Vielleicht, und dann. aber das habe ich auch schon mal gemacht. Ich hatte meinen Sieg, hatte Lethal und mir hat ein Damage-Punkt gefehlt, aber ich hatte ihn ja, ich hatte ihn in der Hand, ich wusste genau. Und da habe ich so gemacht, als würde ich jetzt nicht checken. Ja, oder so, Das weißt du, geht noch damit eine er Runde. ja. Weißt du, was ich meine, Maru? Damit er ja glaubt, als hätte ich wirklich. Und dann hat er gesagt, oh, Entschuldigung, aber in dem, wo er das gesagt hat, habe ich dann einfach nochmal rausgehauen und habe ihn dann besiegt. Hat er geglaubt, dass ich wirklich den Fehler gemacht habe? Kaputt, wo du einen Fehler machen. Nein, Spaß. Oh shit, 5, 6, 7 Damage. Ja. Wir brauchen ja blöd Damage. Wir müssen jetzt aber Face gehen, oder? Ja, er müssen. Also, wir können den 4-3er killen, aber das bringt halt nichts, ne? Ne, ich krieg den hier hin. Ja, aber jetzt Oder killt der zieh ich 1-1er ihn. den 5 und den Nein. 17. Kann er gar nicht. Ja. Genau. Ja, Tinana. Oh, Penner, ehrlich. Was machst du denn zur Hölle? Ah, der Top-Deck, das war's dann, War glaube ich, das damit. sein? War das sein Sieg? Ein totgedoppt-Tag, leider. Jetzt hätte man festgehen sollen. Not yet, ja, Face. Besser wird's nicht mehr. Ich bin so nervös. What the hell are you waiting for? Der jetzt wieder muss. Jetzt Wir brauchen noch viel nervig. Damage. You damage. You damage. Jetzt, ob er wüsste, dass wir keine AOE haben. Er weiß ja nicht, dass wir nicht noch vielleicht noch einen Zwangsflammen zum Totem haben und nichts. Er muss das Ganze das Board clearen. Wir müssen einfach nur was ziehen. Ich weiß Ja, nicht, ob was wir noch haben was wir? haben. Das weiß ich leider nicht. So. Deswegen habe ich auch nicht direkt ins Fest gegangen, weil ich nicht mehr wusste, ob wir noch direkt Schaden haben. Ah, shit. Wir haben kein AOE. Nie. Jetzt clear er komplett. Ah, nee, damit hat er gewonnen, weil wir haben keine Karte im Deck, die Das er retten war kann. ein Krampf. Besser, ja, GG. Ach, so ein Affe. Der Hammer-Top-Deck hat ihn das Spiel gewonnen, leider. Das war's noch für die Folge, würde ich sagen.
Danke euch beiden natürlich wie Ja. immer fürs Mitspielen. Genau. Also Leute, Immer dann. wieder gern. Ja, seid alle ein bisschen brav auch noch, bitte. Das wäre ganz gut. Das wäre sehr, sehr schön, wenn ihr brav bleibt, ja. Ja, seid bitte brav. Und wenn ihr natürlich ein Diskussionsthema für uns habt, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben, wo ihr unsere Meinung dazu hören wollt. Ihr müsst nicht nur dann euch immer sozusagen zulabern. Dann könnt ihr auch mal über Genau. euer Zeug reden. Ich würde sagen, nächste Folge geht's dann weiter. Bis dann, Leute. Okay, tschüss. Tschüss. Tschüss.